Wenn man die Marke Porsche auch nur erwähnt, denken alle sofort an den 911, aber in Realität verkauft Porsche wesentlich mehr SUVs und Limousinen als den legendären 911er. Das erfolgreichste Modell ist der Macan, ein Kompakt-SUV. Und den gibt es auch in einer Basisausstattung. Und genau dieser Umstand wirft in mir sehr viele Fragen auf. Manchmal spießen sich in meinem Kopf zwei grundlegend verschiedene Dinge. Porsche und Vernunft, ja, zwei Dinge, die eigentlich gar nicht zusammenpassen dürfen für die meisten. Und trotzdem gibt es eine Basismotorisierung beim Macan. 2 Liter Motor mit 4 Zylinder, 245 PS. Klingt knackig, aber reicht das noch für einen echten Porsche? Eine gute Frage, ja sogar eine wichtige Frage. Eine, die ich zuerst in des Macans natürlichem Habitat auf seine Porschigkeit abklopfe. Die Wiener Innenstadt. Bekannt als Feschak für feine Regionen bietet Porsche mit dem Macan eine relativ erschwingliche Eintrittskarte in den Porsche SUV-Kosmos. Doch da Porsche eben Porsche ist, darf hier die lupenreine DNA in keinem Moment angepatzt werden. Eine Gratwanderung, denn schließlich muss selbst ein Einstiegsmodell von Porsche noch als echter Porsche durchgehen. Bei Porsche geht es ja immer um Performance und da ist es ziemlich egal, welches Modell man sich aussucht. Aber wenn man trotzdem nur sagt, okay, ein bisschen Vernunft im Leben wäre wichtig, dann gibt es den Macan und zwar den mit dem 2 Liter TFSI Motor und 245 PS. Er ist deswegen bei Gott nicht langsam oder irgendwie ja, zu weich, sondern es ist ein Auto, dass man ab 70.000 Euro kauft, was ich weiß, sehr viel Geld ist, aber man sitzt dann am Ende in einem Porsche und man kommt damit eigentlich sehr gut durch den Alltag. Nämlich der nervt dich nicht, der bringt dich von A nach B, gut, machen auch andere, allerdings den Porsche-Stil, den kriegt dann halt nur Porsche hin. Und zwar auch im kleinen Macan. Denn es macht keinen Unterschied, ob man im 354 PS starken Macan S oder ebenso wie ich in einem Einstiegs-Macan sitzt. Das Interieur ist Porsche at its best. Vor einem die drei klassischen Tuben mit zwei analogen und einer digitalen Anzeige. Daneben ein Widescreen-Touchscreen, über den man das Fahrzeug konfiguriert und alle Befindlichkeiten individualisiert. Man findet relativ viele Knöpfe am Mitteltunnel. Doch die braucht man mehr fürs Ego als für den Alltag. Auf alle Fälle sind sie haptisch und ergonomisch tadellos. Generell ist der Porsche Macan überraschend selbsterklärend, bis auf... Der Porsche Macan gibt an und für sich keine großen Rätsel auf. Bis auf eins. Wie geht der Kofferraum auf? Da ist kein Knopf, da ist nichts zum Drücken, gar nichts. Wir haben es nicht gefunden, bis wir mal mehrere Stunden lang die Betriebsanleitung studiert haben und den Knopf gefunden haben. Hier. Ja, da war ich auch überrascht. Das letzte Geheimnis des Macan scheint gelüftet, also hält mich nichts mehr in der Stadt, denn der wahre Charakter des Macan enthüllt sich auf Freilandstraßen am besten. Unter den kompakten SUVs zählt er definitiv zu den fahraktivsten. Vor allem in Sport Plus wird man als Fahrer permanent mit ehrlichem Feedback vom Fahrwerk beliefert. Der Spieltrieb des Macan kommt auf alle Fälle sehr gut zur Geltung. Ein 2 Liter TFSI, 4 Zylinder im Porsche Macan. Das klingt jetzt nicht, weiß Gott, wie aufregend. Ist es aber, denn man darf nicht vergessen, wer die Finger da im Spiel hat. Denn man kombiniert ja immerhin diesen 2 Liter Motor mit 245 PS mit einem von Porsche entwickelten Fahrwerk und Fahrzeug. Und das steht nach wie vor für die hohe Kunst des sportlichen Fahrens. Nämlich auch mit dem kleinsten Macan, den man für Geld kaufen kann. Die Leistungsdaten in aller Kürze, der Macan stemmt 345 Newtonmeter, schafft den 0 auf 100 Sprint in 6,7 Sekunden und läuft 225 km/h Spitze. Das sollte für den Stammtisch reichen und sollte es nicht, dann trumpft noch immer das Markenlogo auf der Motorhaube. Der Porsche Macan, den habe ich die Vertrauensfrage gestellt, nämlich bist du ein Vernünftiger? Ja, der Macan ist ein Vernünftiger, allerdings ist es relativ. Denn er ist für einen Porsche relativ vernünftig, aber mit 245 PS eigentlich noch immer sehr gut motorisiert für einen kleinen SUV. Also ist am Ende nur mehr die Frage, wie vernünftig bin ich selbst? Reichen mir 245 PS oder brauche ich den Macan S? Ich persönlich denke, mir reicht ein Macan vollkommen.
Denn ein Porsche ist schließlich immer noch ein Porsche. Eines ist so fix wie das Amen im Gebet, nämlich dass es jedes Jahr in Reifnitz am Wörthersee ein GTI-Treffen gibt. Und ich selbst war schon sehr oft beim GTI-Treffen, deswegen fährt dieses Mal mein neuer Kollege, der Andi. Und der muss sich dort quasi der Feuertaufe stellen, als rasender Reporter. Obwohl mit Feuer war es dort gar nicht so arg, sondern eher mit ganz viel Wasser. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Wie Rudi Carrell schon sagte, wann wird's mal wieder richtig Sommer? Eine Frage, die sich so ziemlich jeder beim diesjährigen GTI-Treffen am Wörthersee gestellt hat. Nichtsdestotrotz schicken wir unseren rasenden Reporter Andi, denn dem macht Regen offensichtlich nichts aus. Außerdem ist er frisch dabei und eh wasserdicht. Das 38. GTI-Treffen am Wörthersee ist emotional, lustig, laut, international und vor allem wasserfest. Das GTI-Treffen ist mittlerweile nicht nur ein Familienevent, sondern auch ein Ereignis für alle Marken aus dem Volkswagen-Konzern. Man muss also nicht zwingend einen Golf GTI fahren, um Teil der GTI-Community zu werden. Es reicht, wenn man Autos liebt und den ein oder anderen Euro ins Tuning investiert. Und wie viel Geld, oder willst du es vor der Freundin nicht sagen? Also Geld ist eigentlich... Das darfst du gar nicht mehr sehen. Also es ist so viel Geld, dass man es eigentlich gar nicht selber wissen will. Für das Individualisieren des eigenen Autos kann man nicht nur Geld, sondern auch viel Zeit investieren. Oder man greift gleich zu einem Fix und Fertigen, wie zum Beispiel dem VW Golf GTI TCR. Den schärfsten GTI ever. Der TCR ist die Krönung vom GTI, ist derjenige, der am nächsten am Profil der Rennstrecke hängt, und dadurch zeichnen sich GTI und die Familie immer aus. Es gibt immer etwas Besonderes, was aus dieser normalen Reihung eigentlich rausgeht. TCR ist halt das Topmodell, das ich kaufen kann, und damit hat es immer eine Berechtigung, weil ich habe immer Kunden, die sagen, gib mir mehr. Das kriegen sie im TCR. Auch wenn das GTI-Treffen 2019 ein nasses ist, die Laune der GTI-Fans beeinflusst das nicht, denn bei einer heißen Show wird dem Publikum ordentlich eingeheizt. Deswegen kennt man das legendäre Event am Wörthersee auch in der ganzen Welt, zum Beispiel in China. Als echte Fans reist man natürlich auch von dort auf eigener Achse an. Ja, 12.000 Kilometer. Directly from China? Ja, yes, directly from China, all the way to Russia, Latvia, Lithuania. And what's the next? Poland, Czech and Austria. In Geografie sind die chinesischen GTI-Fans schon fit. Genauso fit wie die Lehrlingsprojekte von Volkswagen. Was ist das Besondere an genau dem GTI? Der hat ja schon einige spezielle Features. Das ist eine ganz schwierige Frage, weil eigentlich ist irgendwie für uns alles mittlerweile besonders geworden. Wenn man jetzt die Beleuchtung, also man könnte vorne anfangen und sagen, der Motorraum ist jetzt mit Carbon bezogen. Der Motorraum hat eine Serienleistung jetzt von 290 gehabt. Wir haben den hochgejagt jetzt auf 380 PS. Wir haben überall Lichtelemente verbaut, wo sie jetzt normalerweise beim Serienfahrzeug nicht sind. Zum Beispiel beleuchteter Kühlergrill oder hinten das Hologramm, das halt die Musiksteuerung darstellt. Von daher, wir haben sehr, sehr viele Highlights an diesem Fahrzeug und man kann sie eigentlich gar nicht zusammenfassen so. Dafür, dass man sie angeblich nicht aufzählen kann, hat der Kollege die Features des Azubi GTI eigentlich amtlich zusammengefasst. So feuchtfröhlich das GTI-Treffen 2019 auch ist, unser rasender Reporter Andi ist bis auf die Socken nass und hat sich eine noch nassere Verabschiedung redlich verdient. Tschüss mit Ü, ciao mit Au, wir sagen dem GTI-Treffen, dem nassesten bisher, Baba. Ciao mit Au, hat er gesagt. Naja, aber trotzdem, an den Kollegen Andi dürfen Sie sich schon mal gewöhnen, denn er hat den begehrtesten Job Österreichs ergattert. Er wird nämlich mein Sidekick und wird mich künftig bei Go tatkräftig unterstützen.
Der Insider wird Ihnen präsentiert von Willhaben. Ich mache mich jetzt auf die Suche nach einem ganz tollen Fahrzeug. Und zwar mit der Willhaben-App. Und so richtig toll ist definitiv der neue Mazda 3. Der schaut nämlich nicht nur top aus, sondern spielt technisch ganz weit vorne mit. Meine Empfehlung, der 122 PS Benziner. Denn der passt perfekt zum Kompakten und ist nicht nur am Papier sparsam. Ein top ausgestatteter steht beim Autohaus Eckel in Bergland bei Melk. Und kosten soll er 26.990 Euro. Ein guter Preis für ein super Auto. Und gefunden habe ich es natürlich mit der Willhaben-App. Für heute war es das mit Godos Motormagazin. Dieses Mal vor dem Schloss von Wilfersdorf. Fix ist aber, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und bis dahin empfehle ich unsere Social-Media-Kanäle auf YouTube, Facebook, Instagram. Einfach mal liken, schreiben, posten. Und man findet dort auch ganz tolle Online-Behind-the-Scenes-Videos von mir und vom Andi. Oder sagt man eigentlich vom Andi und von mir, weil der Esel kommt zuerst. Also, eins ist fix, wir sehen uns nächste Woche. Servus und Baba. Nächste Woche in Go. Wir setzen auf Power und Strom. Also unbedingt wieder einschalten. Go, powered by Grillershop.at. Denn draußen schmeckt's am besten.